Wir schauen uns die Nullstellen der Logarithmusfunktion an. Zuallererst die Logarithmusfunktion, wenn wir den Graphen skizzieren, schaut er ungefähr so aus. Das heißt, wenn wir gegen 0 gehen, haut es ab gegen minus unendlich und wenn wir gegen plus unendlich gehen, gegen plus unendlich. Das hier ist der springende Punkt. Das hier ist 1, 0. Das heißt, wenn wir in den Logarithmus x gleich 1 einsetzen, kriegen wir hier die Nullstelle. Das heißt, hier das, was ich jetzt markiert habe, das ist das Argument. Wenn das, also wenn in der Klammer 1 rauskommt, dann kommt für die Logarithmusfunktion insgesamt 0 raus. Und das machen wir uns jetzt zu nutzen. Wenn wir jetzt hier das Beispiel haben, ln von x minus 2. Und wir wollen die Nullstelle herausfinden. Dann setzen wir das Ganze erstmal gleich 0. Und wir finden die Nullstelle raus, wenn das Argument, also x minus 2, 1 ergibt. Dann haben wir da die Nullstelle. Das ist jetzt nur noch eine leichte Übung, Äquivalenzumformung, x ist dann 3. Ob ihr das jetzt verstanden habt, das könnt ihr jetzt an den folgenden Aufgaben einfach mal üben. Und zwar habt ihr jetzt hier 4 Aufgaben. Einfach kurz Video pausieren und bei diesen 4 Aufgaben die Nullstellen berechnen. Und dann einfach schauen, ob ihr das richtig habt. Also, Nullstelle, das heißt, wir setzen die gesamte Funktion gleich 0. Bei der ln-Funktion ist es so, das Argument muss 1 ergeben. Also x plus 5 ist 1, das formen wir um. Und als Nullstelle x ist gleich minus 4. Nächste Funktion, g von x. Wiederum gleich 0 setzen, den gesamten Funktionsterm. Diese 2 hier vorne dran, die macht eigentlich gar nichts. Das heißt, wir können hier einfach nur durch 2 teilen und dann haben wir sie weg. Also ln von 2x minus 3 ist gleich 0. Und das wird genau dann 0, wenn das Argument 1 ergibt. Das Argument ist hier 2x minus 3. Das umformen, 2x ist 4 und dann haben wir x ist gleich 2 als Lösung. Minus ln, Klammer auf, x Quadrat minus 8. Jetzt haben wir hier mal eine quadratische Funktion als Argumentsfunktion. Dieses Minus vor dem ln wollen wir erstmal wegbringen. Und jetzt schauen wir uns, wie üblich, das Argument an. X² minus 8 muss 1 ergeben. Ganz normale Äquivalenzumformung. Plus 8 rechnen. Das heißt, wir haben x² ist gleich 9. Und dementsprechend die Wurzel ziehen. Aufpassen, hier haben wir zwei Lösungen. X1 gleich 3 und x2 gleich minus 3. Das letzte kleine Beispiel, hier haben wir jetzt ein Produkt aus einer Logarithmusfunktion und einer linearen Funktion, x minus 3 linear. Hier solltet ihr den besten Satz überhaupt im Kopf haben, Satz vom Nullprodukt, weil der uns das Leben so erleichtert. Der besagt, wenn, also ein Produkt wird dann Null, wenn einer der Faktoren 0 wird. Also entweder x minus 3 oder ln von x plus 2. Das heißt, wir setzen hier x minus 3 gleich 0 und kriegen raus, x ist 3, also x1 ist die erste Nullstelle. Ln von x plus 1 kann ja auch 0 ergeben. Und das ist genau dann der Fall, wenn x plus 1 gleich 1 ergibt. Nicht 0, 1. So, Äquivalenzumformung, minus 1 rechnen und als zweite Lösung haben wir dann x2 ist gleich 0. Das heißt, wir haben hier zwei Nullstellen. Falls ihr noch Probleme habt bei der Definitionsmenge, könnt ihr natürlich auch das Video hierzu anschauen.